Hi, mein Name ist Sarah Brigada und ich bin ein Vocal Coach. Wenn du dich interessierst für Videos rund um die Themen Stimme und Gesang, dann abonniere doch diesen Kanal. Ganz oft höre ich von Sängern, ich klinge so nasal und ich würde das gerne ändern. Doch was ist das überhaupt? Zuerst einmal vorneweg, es muss überhaupt nichts Negatives sein, wenn du nasale Anteile beim Sprechen oder Singen hast. Im Gegenteil, ohne nasale Anteile würde das ziemlich dumpf und komisch klingen. Ich mache dir gerne ein Beispiel. Wenn du viele nasale Anteile hast, klingt das so. Hallo, mein Name ist Sarah. Wenn du relativ wenige nasale Anteile hast, klingt das so. Hallo, mein Name ist Sarah. Zugegebenermaßen, das sind Extreme und beide klingen ein wenig speziell. Was verändere ich genau? Ich verändere nichts vorne bei der Nase, sondern hinten im Mundraum. Fühl einmal mit deiner Zunge nach oben. Hier ist der harte Gaumen. Wenn wir weiter nach hinten gehen, kommt der weiche Gaumen bzw. das Gaumensegel. Hier kannst du deinen Nasengang öffnen oder schließen. Wenn der Nasengang offen ist, entweicht die Luft nicht nur durch deinen Mund, sondern auch durch deine Nase. Du kannst deinen Nasengang öffnen, indem du einen Nasallaut, also zum Beispiel ein N, sagst. Versuche mal von dem Konsonanten N zu einem Vokal zu wechseln. Na. Wenn du dabei nichts veränderst, bleibt dein Nasengang offen. Wenn du deinen Nasengang schließen möchtest, stell dir vor, etwas stinkt ganz stark oder du bist total erkältet. Du kannst den Sound überprüfen, indem du dir die Nase zuhältst. Hast du keine oder wenige nasale Anteile, wird sich der Sound praktisch nicht verändern. Versuche es auch mal mit einem N und schau, was passiert. Das gleiche könnte ich auch mit einem A machen. Übe den Wechsel ganz fleißig, zum Beispiel auf einem A. Nun kannst du mit dem Sound spielen. Singe einen Song und wechsle innerhalb des Songs zwischen den beiden Sounds und schau mal, was dir besser gefällt. Wichtig, es gibt kein richtig und kein falsch, es gibt nur, was dir gefällt. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du noch mehr solche Videos sehen möchtest, dann abonniere doch diesen Kanal und dann sehen wir uns ganz bald. Bis dann, ciao!